Von wirbelnden Kleidern und komplizierten Tanzschritten konnten sich am vergangenen Samstag mehr als 2200 Zuschauer in Leipzig bei der Weltmeisterschaft der Tanzprofis begeistern lassen. In mehr als 10 Stunden traten insgesamt 20 Tanzpaare aus aller Welt in über 10 Tänzen gegeneinander an. Den Weltmeistertitel in diesem Jahr mit nach Hause nehmen konnte das kanadische Paar Anton Belajajew und Antoaneta Popova. Auch Sportbürgermeister Heiko Rosenthal ließ sich die Tanzveranstaltung nicht entgehen. Eine Weltmeisterschaft ist eine Präsentation vor einem internationalen Publikum. Tolle Paare kamen nach Leipzig, tolle Gäste, die heute die Weltmeisterschaft gefeiert haben. Wir können uns einem internationalen Publikum präsentieren und zeigen, dass wir solche Veranstaltungen, internationale Veranstaltungen organisieren können. Und insofern spricht diese Veranstaltung für diese Stadt, für ihre Internationalität. Und insofern ist sie ein Aushängeschild gewesen und ich hoffe auf mehr. Organisiert wurde der Tanztag von der ADTV-Tanzschule Oliver und Tina aus Leipzig. Diese holten sich traditionsgemäß Let's Dance-Juror Joachim Lambi aufs Parkett. Für Lambi ist die Tanz-WM ein fester Bestandteil seines Terminkalenders. Ich glaube, dass wir seit 7 Jahren hier eine ganze Menge Spaß haben und dass die beiden, also Oliver und Tina, die einen super Job mit ihrem Team machen, dass wir so tolle Veranstaltungen hier nach Leipzig holen können. Als besondere Überraschung wurde Joachim Lambi am Samstagabend mit dem Messepreis für seine Verdienste rund um den Leipziger Tanzsport geehrt. Er habe sich sehr über die Auszeichnung gefreut, so der Moderator, und auch im nächsten Jahr werde er die Tanz-WM wieder unterstützen. Und dafür hat er sich selbst eine ganz besondere Aufgabe gestellt. Ob wir den Bürgermeister zum Tanzen kriegen? Irgendwann werden wir es schaffen. Irgendwann kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Ob Heiko Rosenthal im kommenden Jahr eine flotte Sohle aufs Parkett legt, wird erst die nächste Tanz-WM zeigen. Aber auch ohne den galanten Auftritt des Sportbürgermeisters ging die 7. internationale Tanz-WM in Leipzig erfolgreich zu Ende.